Wird das wieder so ein Superligaspiel? Frank Buschmann und Barney Breukmann hoffen das und kommentieren die Partie. Hier kommen die Königinnen. Hier kommt die Mannschaft aus der Nordkorne. Real Madrid. Mit der Nummer 1. Ika Casilla. Mit der Nummer 4. Sergio Ramos. Mit der Nummer 14. Xabi Alonso. Mit der Nummer 7. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Es geht los. Und der kommt genau an. Die Möglichkeit. Achtung, genau hingeschaut. Ja, so kann es weitergehen. Lahm. Jetzt greift er ihn an. Das muss es sein! Exzellent, exzellent mitgespielt von Bastian Schweinsteiger. Normalerweise tut er viel für die Spieleröffnung, aber hier das, was ihn mittlerweile auch auszeichnet, das Abfangen der gegnerischen Angriffe. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Der Gegner hat sich die Kugel bereits wieder erobert. Philipp Lahm. Und nun hat Real Madrid den Ball. Achtung, und da hat er sich freigelassen. Was? Hätte man sofort verarbeitet? Oh, da wird er sich ärgern. Vorbei das Ding. Und das, nachdem er so freigespielt wird. Di Maria. Mesut Özil jetzt. Immer wieder liefert er herausragende Arbeit, aber als Vorbereiter. Khedira. Di Maria. Mesut Özil jetzt. Gut dazwischen gegangen, Bastian Schweinsteiger. Er ist wichtig für die Bayern. Götze. Toni Kroos. Sicher in der Ballbahn. Jerome Boateng. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Und schon wieder eine Grätsche. Und das macht er ganz, ganz weit weg. Vom Tor und trotzdem ein klasse Schuss. Di Maria. Gute Idee. Lahm. Das sieht gut aus. Kann er sich den Ball holen? Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Ein sehr schöner Pass. Das machen sie sehr schön, müssen ihn aber jetzt nach vorne befördern. Da können sie jetzt einen Konter draus machen. Das sieht gut aus. Benzema, er ist drin. Ja, wir kennen ihn doch. Er steht dort immer, wo er stehen muss. Und dann, Manni, diese Handlungsschnelligkeit, wie schnell das alles geht. Super.
Und hier sehen wir es nochmal ganz, ganz deutlich. Da ist die Verteidigung ja dran. Er versucht es trotzdem. Das ist der Mut. Und das führt zum Erfolg. Ja, und damit haben wir hier die Führung für die Mannschaft von Real Madrid. Lahm. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Di Maria. Ja, da hilft ein Mannschaftskamerad aus. Was für ein cleverer Pass. Benzema. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Mesut Özil jetzt. Götze. Mesut Özil jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ist die Erde am Ende. Er trifft den Pfosten, aber Achtung! Toni Kroos. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Götze. Cristiano Ronaldo. Die verstehen sich blendend. Marco Reus. Und jetzt starten sie ihren Konter. Und der muss drücken. Özil. Der Ball prallt vom Pfosten ab, ist aber noch im Spiel. Das ist gefährlich an der Stelle. Der Pass versauert leider. Di Maria. Mesut Özil jetzt. Der Schiedsrichter ist angeschossen worden. Er signalisiert sofort, natürlich geht's weiter. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Der Schiedsrichterassistent hebt die Fahne. Oh, wenn das mal keine Fehlentscheidung war. Ich glaube, es war gleiche Höhe. So, jetzt überlegen Sie doch mal. Möchten Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter... Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams im Durchgang 2. Ein paar mehr Tore, das wäre es gewesen. Aber wir setzen ganz auf Halbzeit 2, Buschi. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Manni. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Der Unterhaltungswert ist bisher überschaubar. Jetzt sieht er ab! Das gibt Ecke für Real Madrid. Di Maria. Heieiei, das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Jetzt schießt er und Tor. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch aufzuholen. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, der geht an die Latte. Philipp Lahm. Lahm. Stark gemacht. Schmelzer. Wo ist die Lücke in der Abwehr? Gut gedacht, schlecht gemacht. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Super Pass, genau auf den Punkt, das bringt Gefahr. Schön gesehen. Wunderbar herausgespielt. Und jetzt bleiben sie doch noch hängen. Mesut Özil jetzt. Da wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion.
Chance zum Konter. Was machen Sie drauf? Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Mario Götze. So sieht ein Pass aus. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Und der kommt genau an. Jetzt schnell spielen. Vorbei der Konter. Was willst du machen? Fehlpass von Philipp Lahm. Gut gesehen. Vorteil für... Zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Schnell ausgeführt. Ein wunderschönes Zuspiel. Das kann man... Kurs und... Das wird Ecke geben für Real Madrid. Kopfballmöglichkeit. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Da freut sich der Trainer. Jawohl, abgefangen. Jerome Boateng. Schweinsteiger am Ball. Und der Unparteiische lässt das Spiel weiterlaufen. Ja, so kann es weitergehen. Die Anziehungskraft der Erde hat versagt, er bleibt oben. Sicher in der Ballbehandlung. Da funktioniert die Manndeckung nicht. Mesut Özil ist weg. Jetzt beeilt euch mal. Da ist ein schöner Konter drin. Achtung, das gibt was. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Jetzt spielt der Trainer alles oder nichts. Es kommt noch ein Stürmer. Ja, und das heißt, hinten ist alles egal. Ab nach vorne, der Dreier soll her. Und das macht er richtig gut. Mesut Özil jetzt. Das ist die Rolle des Bastian Schweinsteiger. Wunderbar diesen Pass abgefangen. Guter Pass. Lahm. Mario Götze. Das sieht gut aus. Also mal ganz ehrlich, so willst du keinen Angreifer. Naja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Tolle Chance. Den Ball sofort verarbeitet. Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Xabi Alonso. Oh, das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Toni Kroos. Ein sehr schöner Pass. Die Abwehr steht goldrichtig. Di Maria. Stark gemacht. Cristiano. Also wir wollen den Pfad der Gerechtigkeit nicht verlassen, aber dieser Torwart hat keinen guten Tag heute. Ja, das ist Verunsicherung pur, auch bei diesem Gegentor wieder. Aber ganz ehrlich, überraschend kommt das nicht nach dem, was wir bisher in dieser Partie gesehen haben. Götze. So sieht ein Pass aus.
Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Steil gespielt von Mesut Özil, aber viel zu ungenau. Und der kommt genau an. Findet seinen Mitspieler. Ein wunderschönes Zuspiel. Mein lieber Mann, das nennt man Mut zum Risiko. Der war nicht gut, das war der Pass von Mesut Özil. Klarer Sieg mit einem einzigen Schönheitsfehler. 3:1 ging's aus. Ja.